Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Journal am Dienstagabend und zu folgenden Themen. Freiheitsstrafe, lebenslänglich für 23-Jährige wegen Säuglingsmord. Eishockey, Schwenninger Wild Wings müssen Niederlage wieder gut machen. Kunst im Café, eine neue Ausstellung in der Bar Central und bewölkt, aber trocken. Die Sonne zeigt sich selten in der Region. Nachdem schon die Mitarbeiter von Porsche in Stuttgart gestreikt haben, geht es nun bei uns in der Region weiter. Heute haben sich die Beschäftigten von ZF in Friedrichshafen versammelt. Auch sie fordern mehr Gehalt und mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. Die Mitarbeiter von ZF haben gestreikt. Sie versammelten sich heute Vormittag vor Werk 1, um mehr Geld und flexiblere Arbeitszeiten zu fordern. Parallel dazu trafen sich auch vor Halle 9 Beschäftigte. Mit dem Warnstreik kommen die Mitarbeiter der Forderung der IG Metall nach. Die Gewerkschaft möchte den Druck in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie erhöhen. Sie möchte 6% mehr Gehalt erzielen und eine 28-Stunden-Woche. Also erstmal ist wichtig, es ist keine 28-Stunden-Woche, sondern es ist ein Rechtsanspruch darauf, dann, wenn ich es brauche, meine Arbeitszeit zu reduzieren, und zwar auf bis zu 28 Stunden. Also man kann auch 31,5 arbeiten, es wären dann 4,5 Tage. Und dann eben auch wieder zurückzukommen. Und darum geht es im Kern, dass ich immer dann, wenn ich in einer Lebenssituation bin, wo ich sage, aus unterschiedlichen Gründen wäre das gut, kürzer zu arbeiten, das machen kann, aber danach eben auch sagen kann, ich möchte wieder länger arbeiten. Bisher stößt vor allem dieser Wunsch auf Kritik bei den Arbeitgebern. Auch in Bad Waldsee vor dem Werksgelände des Reisemobilherstellers Hümer legten rund 400 Beschäftigte ihre Arbeit nieder, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Die nächsten Verhandlungen stehen am Donnerstag an. Helene Sommer ist nicht allzu optimistisch, dass sich beide Parteien dann einigen können. Sie rechnet mit weiteren Warnstreiks. Willkommen zu den Kurznachrichten. Bei einer groß angelegten Razzia gegen die Mafia sind auch in Baden-Württemberg 4 Verdächtige festgenommen worden. Die Zugriffe erfolgten nach Angaben des Landeskriminalamts im Rems-Murr-Kreis, im Ortenau-Kreis sowie im Landkreis Reutlingen. Speziell aber auch die Bodenseeregion gilt als Rückzugsraum für Mafia-Mitglieder im Südwesten. Hier habe es aber keine Festnahmen gegeben. Auch in anderen Bundesländern und in Italien konnten Verdächtige gefasst werden. Die Nachrichtenagentur ANSA sprach von insgesamt rund 170 Festnahmen. Und damit zu weiteren Nachrichten aus der Region. Nach Lkw-Unfall läuft Diesel aus. Auf der B311 zwischen Meßkirch und Tuttlingen sind heute Vormittag 2 Lastwagen zusammengeprallt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Auch die Ladungen der beiden Laster blieben unbeschädigt. Der unfallverursachende Lkw-Fahrer hatte Gefahrgut geladen und rammte beim Abbiegen einen Betonmischer. Dabei schnitt er ihm einen Riss in den Tank, sodass Diesel aus dem Betonmischer auslief. Dieser verteilte sich auf der Straße und im angrenzenden Feld. Startschuss für Millionenbrücke. Seit heute geht es auf der Eckener Straße in Friedrichshafen nur noch auf einer verengten Fahrbahn stadteinwärts. Grund sind Arbeiten für den Bau einer neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücke neben der Bahnüberführung. Mehrere Millionen Euro soll das Projekt kosten. Das sogenannte Metzquartier wird dadurch für Fußgänger besser zu erreichen sein. Voraussichtlich noch bis Mitte März dauert der erste Bauabschnitt. Sie ist schmal und kurvig und hat keine Gehwege. Die Kreisstraße, die durch den Grünkrauter Teilort Menisreute führt. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es nicht. Das wollen Anwohner gern ändern. Immer mehr Auto- und Lastwagenfahrer nutzen die Strecke als Schleichweg zur Umfahrung des Ravensburger Stadtverkehrs, sagen sie. Weil Autos zu schnell fahren, würden außerdem Unfälle passieren. Also der Baum hier war ein Unfallbaum. Da waren in den letzten 3 Wochen waren 2 Unfälle genau an derselben Stelle, sind beide Autos auf denselben Baum draufgefahren. Die Gemeindeverwaltung hat ein Tempolimit beim Landkreis beantragt. Bürgermeister Holger Lehr will diese Forderung nun erneuern. Noch besser wäre aus seiner Sicht eine Umfahrung. Ob und wann die kommt, steht aber in den Sternen. Süchtiger muss für 5,5 Jahre ins Gefängnis. Wegen des Erwerbs und Besitzes von Drogen und einer Schreckschusswaffe ist ein 22-jähriger ehemaliger Bundeswehrsoldat aus Weingarten vom Landgericht Ravensburg verurteilt worden. Im April war der Angeklagte bei einer Verkehrskontrolle durch Zollbeamte bei Überlingen nach einem Drogeneinkauf in Stuttgart aufgefallen. Dabei hatten die Beamten in diversen Verstecken nicht nur rund 90 Gramm Kokain und kleinere Mengen Marihuana entdeckt, sondern im Handschuhfach des Wagens
Wagens auch eine geladene Schreckschusspistole gefunden. Während der Haft muss der Verurteilte sich einer Therapie unterziehen, um von seiner Drogenabhängigkeit wegzukommen. Millionen für den Kurbetrieb. Bad Wurzach wird bis 2021 5,3 Millionen Euro in die Modernisierung seines Kurbetriebs investieren. Dies betrifft vor allem das Kurhotel, die Moorbadeabteilung und die Vitalium-Therme. Gleichzeitig wird das Angebot der Moortherapie gegen Schmerzen um Anti-Aging und Vorbeugung von Burnout erweitert. So sollen mehr Gäste angezogen werden. Derzeit schreibt der Kurbetrieb jährlich fast 1 Million Euro Verlust. Bis 2021 muss die Stadt dafür und für Umstellungsverluste weitere 2,3 Millionen Euro aufwenden. Steigerlager ist keine Option. Die Post möchte nicht ins teilweise leerstehende Steigerlager einziehen, weil der Mindestabstand zur nächsten Partneragentur zu gering sei. Das hat eine Sprecherin des Unternehmens jetzt bekannt gegeben. Die Post in Biberach ist seit 2015 samt der Postbankfiliale in Containern am Bahnhof untergebracht. Noch immer gibt es keine Option, in welchem Gebäude das Unternehmen eine neue, dauerhafte Heimat finden könnte. Eigentlich waren die Container als Übergangslösung gedacht, nun zieht die Post in Erwägung, das Grundstück noch länger zu pachten. Der Pachtvertrag würde ansonsten noch in diesem Jahr auslaufen. Zum zweiten Mal insolvent. Der Papierverarbeiter Staufen GmbH aus Wurmlingen im Landkreis Tuttlingen hat vor wenigen Tagen erneut Insolvenz angemeldet. Zuletzt im Dezember 2013. Mitarbeiter sollen nicht entlassen werden, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter Florian Götz. Dafür wird nun ein neuer Investor gesucht, um das Traditionsunternehmen weiterführen zu können. Im Kreis Tuttlingen wird mehr gestritten. Erbangelegenheiten, Stress mit den Nachbarn, Verkehrsunfälle. Die Deutschen werden immer streitlustiger. Das zeigt der neue Streitatlas Deutschland, den der Rechtsschutzversicherer Advokat herausgibt. Die Menschen im Landkreis Tuttlingen liegen im Mittelfeld. Knapp jeder Vierte ist Kläger oder Beklagter in einem Rechtsstreit. Die Häufigkeit stieg im Vergleich zu 2014 um rund 4 Punkte auf rund 24 Streitfälle pro 100 Einwohner. Was bringt eine junge Frau dazu, ihr eigenes Kind zu töten? Genau diese Frage stand in den vergangenen Wochen am Landgericht in Ravensburg im Zentrum eines Prozesses. Nun wurde das Urteil gefällt. Das Urteil lautet Mord. Für die Angeklagte bedeutet das Gefängnis, und zwar lebenslang. Es sei kein Blatt, sondern ein richtiger Pfropfen gewesen, den die 23-Jährige ihrem Neugeborenen in den Rachen gesteckt und es damit erstickt hat, so der vorsitzende Richter in der Urteilsverkündung. Sie habe zielstrebig gehandelt und das über Monate hinweg. Voll schuldfähig attestiert auch ein Gutachter. Rückblick. Monatelang vertuscht die Angeklagte ihre Schwangerschaft. Auf diesem Gehöft in Mengen-Rulfingen bringt sie ihr Kind schließlich zur Welt und erstickt es. In der Verhandlung am Landgericht in Ravensburg lautet die zentrale Frage bis zuletzt, war es Mord oder Totschlag? Entscheidend für diese Frage ist das Motiv. In solchen Fällen ist eine Verurteilung wegen Mordes selten, aber nichtsdestotrotz kommt es hin und wieder vor. Es hängt damit zusammen, dass hier die Angeklagte voll schuldfähig ist und ein Mordmerkmal vorliegt. Sie sei davon ausgegangen, dass ihr Freund sie verlassen werde, wenn er von der Schwangerschaft erfahre. Krasser Egoismus nennt die Staatsanwaltschaft das und fordert eine lebenslange Haftstrafe. Das Gericht kommt der Forderung nach. Die Angeklagte hat aus Selbstsucht gehandelt, ihr Leben in den Vordergrund gestellt und das ihres Kindes zurückgestellt. Sie wollte ihr Leben, ihr materielles Leben so weiterführen wie gehabt und da war das Kind schlicht ein Störfaktor und musste weg. Die verteidigende Anwältin verweist in ihrem Schlussplädoyer auf das Geständnis und die Reue ihrer Mandantin. Niedrige Beweggründe sieht sie nicht. Es sei Totschlag in minderschwerem Fall, sagt sie und will gegen das Urteil Revision einlegen. Essen gehen, Party machen oder eine Lesung besuchen und dafür ein paar Mal durch die Ravensburger Oberstadt tuckern, bis man einen Parkplatz ergattert hat, das war mal. Demnächst ist in Sachen Parken alles anders im Quartier zwischen Herren- und Marktstraße und wir haben in dieser Sache schon mal vorgefühlt. Im Februar wird es ernst. Dann dürfen zwischen 20 und 9 Uhr nur noch Anwohner auf einem der 74 Stellplätze in der Ravensburger Oberstadt ihr Auto abstellen. Alle anderen müssen dafür in ein Parkhaus. Die Marienplatz-Tiefgarage fällt dafür natürlich erstmal aus, sie wird nämlich immer noch saniert. Stattdessen kann man dafür jetzt rund um die Uhr in der Gänzbühl-Tiefgarage parken. Tagsüber bleibt alles nahezu wie gehabt. Von 9 bis 20 Uhr darf man seinen Wagen auch weiterhin eine Stunde lang in der Oberstadt parken.
Für die Anwohner ist es sehr wichtig, dass sie nachts mehr Ruhe haben. Wir wollen das Wohnen hier fördern. Und der zweite Effekt wird sein, dass wir auch weniger Verkehrszeichen in der Altstadt haben, was natürlich für das Stadtbild auch sehr förderlich ist. In der Ravensburger Unterstadt funktioniert das Ganze bereits seit ein paar Jahren bestens. An Sonn- und Feiertagen dürfen übrigens künftig alle kostenlos in der Innenstadt parken. Das mit Händlern, Gastronomen und Anwohnern ausgetüftelte und vom Gemeinderat so beschlossene Verkehrskonzept umfasst im Übrigen noch mehr als nur die neue Parkregelung. Das Verkehrskonzept gilt auch für den Gespinstmarkt. Es wurden auch schon Planungen in den letzten beiden Jahren durchgeführt mit großer Bürgerbeteiligung. Da gibt es fertige Pläne in den Schubladen. Diese Pläne werden aber erst umgesetzt werden können, wenn die Marienplatz-Tiefgarage wieder für den Verkehr zur Verfügung steht. Zunächst werden aber in der Oberstadt 26 alte Schilder abgebaut und wenige neue aufgestellt. Die Autofahrer, die in die Herrenstraße hineinfahren, sollten sich also merken, was auf dem Schild steht. Denn die zukünftige Regelung, die das Parken zwischen 20 und 9 Uhr verbietet, gilt auch in Kirch- und Marktstraße sowie auf dem Gespinstmarkt. Auch ohne, dass dort nochmal dasselbe Schild steht. Noch immer werden D-Mark-Scheine und Münzen in deutschen Haushalten gefunden. Es wird geschätzt, dass es immer noch Münzen und Scheine in Milliardenhöhe gibt. Daher haben wir uns in Biberach umgehört, wer von den Deutschen noch D-Mark bei sich zu Hause liegen hat. Haben Sie nach der Einführung des Euros noch D-Mark bei sich zu Hause gefunden? Nein, wir haben alles abgegeben. Nur ein paar Erinnerungsstückler, so Mark, Stückler und Pfennig, haben wir aufgehoben. Aber sonst nichts mehr. Papiergeld, alles weg. Ja, natürlich. Wir haben da ein bisschen was aufgekippt. Zur Erinnerung. Und den Rest haben Sie umgetauscht? Ja, klar. Und was haben Sie damit gemacht? Das liegt noch. Das hebt man nur auf. Nein, nichts mehr. Alles noch umgetauscht vorher. Vorher schon? Ja, vielleicht finde ich noch irgendwie mal einen Tausender, dann wäre es schon nett. Aber ich glaube es nicht. Haben Sie alles umtauschen lassen? Ja. Und warum haben Sie keine Erinnerung behalten? Ja, vielleicht eins oder was, aber sonst sind alle weg. Ich habe nur immer von jeder Münze eine behalten, aber ich finde es nicht mehr. Für das Eishockey-Team der Schwenninger Wild Wings, die sich mitten im Kampf um die Playoff-Plätze in der DEL befinden, heißt es nach der hohen Niederlage gegen den Tabellenvorletzten Krefeld Pinguins Wiedergutmachung zu leisten. Morgen treten sie gegen die Düsseldorfer EG an. Helena Golz und Jan Scharpenberg haben heute beim Abschlusstraining vorbeigeschaut. Abschlusstraining in Schwenningen vor dem Aufbruch in die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Nein, gute Stimmung herrscht zunächst nicht. Das 4:0 gegen Krefeld am vergangenen Sonntag hat hier logischerweise niemandem geschmeckt. Nach Siegen gegen den Tabellenführer aus München und im Derby gegen die Adler Mannheim die Niederlage gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner. Das war einfach nichts. Ja, haben nicht das gespielt, wie wir am Freitag gespielt haben und auch das nicht, was wir vorgenommen haben. Ja, und es ist natürlich umso bitterer, dass halt so viele Fans auch da waren und wir dann nicht mal ein Tor schießen konnten. Dementsprechend lässt Coach Pat Cortina heute durchgehend jede Übung mit Scheibe und Abschluss trainieren. Gegen die Düsseldorfer Eislaufgemeinschaft hat es mit dem Toreschießen in den bisherigen Aufeinandertreffen immer gut geklappt. Erst vergangenen Freitag bezwangen die Wild Wings Düsseldorf in der heimischen Arena mit 4:2. Auch die zwei vorherigen Aufeinandertreffen gingen mit 5:1 und 3:1 an die Wild Wings. Trotz der positiven Statistik erwartet Coach Pat Cortina alles andere als ein einfaches Spiel. Wir können einen starken Gegner erwarten, weil ich glaube, Düsseldorf hat die letzten zwei Spiele verloren, hier Freitag und gegen Augsburg. Aber wir können nicht glücklich sein mit unserer letzten Leistung. Und ich hoffe, dass morgen, ich habe Vertrauen und ich glaube, meine Jungs möchten das Fixer ändern. Vertrauen wird Cortina dabei übrigens der gleichen Startaufstellung wie gegen die Krefelder Pinguine. Nach nur einem halben Jahr endet die Zeit von Csaba Horváth als Trainer des Handball-Württemberg-Legisten TSV Bad Saulgau. Horváth verlässt den Verein und nimmt ein Angebot des ungarischen Frauen-Erstligisten Sofjok an. In Gabriel Sencuk haben die Handballer des TSV einen erfahrenen und aus ihrer Sicht kompetenten Nachfolger gefunden. Für ihn ist das eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Er hatte die erste Mannschaft bereits 2005 trainiert.
Mit 2:6 hat der EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga sein Endspiel um eine mögliche Playoff-Teilnahme bei den Baden-Rhinos in Hügelsheim verloren. In Schwenningen musste der EVR mit 3:4 eine unglückliche Niederlage hinnehmen und rutschte in der Tabelle auf den 6. Platz ab. Nur 4 Teams qualifizieren sich für die Playoffs. Das neue Jahr ist erst gut eine Woche alt und schon fliegt der Badmintonball wieder durch die Hallen. Diesmal war der VfB Friedrichshafen Selbstausrichter der südostdeutschen Meisterschaften. Für das erste große Highlight im Jahr 2018 hatten sich insgesamt 86 Teilnehmer aus 28 Vereinen gemeldet. In allen Wettbewerben hatten die Spieler des VfB diesmal überraschend das Nachsehen. Die Mannschaft des VfB wird es verschmerzen, weil der Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga höchste Priorität hat. Die Fußballfrauen des TSV Frommern sind beim Hallenturnier des SC 04 Tuttlingen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der Verbandsligist besiegt im Endspiel den zwei Klassen tiefer in der Regionenliga spielenden FV 08 Rottweil mit 2:0. Die Fußballerinnen vom Gastgeber SC 04 Tuttlingen waren in der Vorrunde ausgeschieden. Zurück bei uns im Journal geht es um Kaffee plus Kunst. In Trossingen im Landkreis Tuttlingen stellt ein Kaffeebarbesitzer seine Räume für die Kunst zur Verfügung. Und der Künstler Josef Derichs, der nimmt das Angebot sehr gerne an. Aus seinem Hobby hat er eine zweite Berufung gemacht. Josef Derichs, der das Rentenalter schon längst erreicht hat, nutzt seinen Ruhestand, um sich der Kunst zu verschreiben. Erst spät entdeckt er seine Leidenschaft. Dafür umso intensiver. Viel Zeit investiert er in Kurse und Fortbildungen bei angesehenen Künstlern. Schließlich spezialisiert er sich auf den Holzschnitt. Man hat einen Entwurf im Kopf oder auf Foto oder sonst eine Idee und versucht dann diesen Entwurf spiegelverkehrt auf eine Holzplatte zu bringen. Und das hört sich einfach an, aber wenn man sich das überlegen muss, wie spiegelverkehrt sich das darstellt, ist das eine Umgewöhnung. Werke wie diese zeigt Derichs ab kommenden Freitag in einer Ausstellung in der Barzentrale in Trossingen im Landkreis Tuttlingen. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Derichs verfolgt damit eine Tradition, denn im regelmäßigen Wechsel stellen Maler und Bildhauer des Trossinger Künstlerkreises bereits zum 19. Mal in der Kaffeebar aus. Wir haben also inzwischen durch die verschiedenen Künstler, die hier ausgestellt haben, auch verschiedene Techniken gezeigt. Das sind Acrylbilder, Aquarell-Mischtechniken, es sind Fotografien, es sind Skulpturen, also ein reiches Repertoire an künstlerischen Techniken, die hier immer wieder neu gezeigt werden. Und so kommt es, dass Kaffeekultur und gestaltende Kunst miteinander in Einklang kommen. Kennen Sie das auch? Sie verfolgen einen Fernsehbericht und wollen am Ende wissen, wie die Geschichte irgendwann ausgehen wird? In unserer Rubrik Was wurde aus? Geht es heute unter anderem um die Rassismusvorwürfe gegen einen Soldaten aus der Stauferkaserne in Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen. Am 21. Dezember haben wir über diesen brisanten Datenschutzskandal im Umfeld der Oberschwabenklinik berichtet. Ein Mann findet einen Karton mit 54 Krankenakten ehemaliger Patienten im Altpapiercontainer auf einem Wertstoffhof. Diese enthalten sensible Details, wie zum Beispiel die Überweisung in die Psychiatrie nach einem Suizidversuch. Laut dem Bundesdatenschutzgesetz müssen solche Akten professionell entsorgt werden und dürfen eben nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Schnell ist klar, die rund 10 Jahre alten Akten wurden von einem ehemaligen Belegarzt mit eigener Praxis entsorgt, der auch in der OSK Patienten behandelt hat. Jetzt wurde der Arzt von der Polizei vernommen, hat aber die Aussage verweigert. Die OSK sieht davon ab, Anzeige gegen den ehemaligen Kollegen zu erstatten. Ob es überhaupt zu einer Verhandlung kommt, wird von der Staatsanwaltschaft noch geprüft. Aufregung auf dem Buchhornplatz in Friedrichshafen. Im Juni 2017 droht ein Unbekannter damit, eine Bombe im Medienhaus am See hochgehen zu lassen. In einem Brief fordert er 100.000 Euro von der Stadt. Sollte er die nicht bekommen, will er die Bombe zünden. Polizeibeamte sperren daraufhin den Buchhornplatz ab. Auch der Fährverkehr steht still. Finden können die Polizeibeamten nichts.
Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben. Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat samt versuchter räuberischer Erpressung. So lautet der Hauptanklagepunkt. Verhandelt wird vor einem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Tettnang unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Denn der Angeklagte ist gerade einmal 15 Jahre alt und fällt damit unter das Jugendstrafrecht. Haltlose Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat die Ermittlungen gegen einen Pfullendorfer Soldaten wegen einer volksverhetzenden Fotomontage eingestellt. Einem anonymen Schreiben zufolge soll diese das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz in Zusammenhang mit Flüchtlingen gezeigt haben. Laut Staatsanwaltschaft gibt es allerdings keinen Nachweis dafür, dass eine derartige Fotomontage per E-Mail verschickt wurde. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Omira. Aus der Region für die Region. Nur ganz selten hat sich die Sonne heute blicken lassen. Ansonsten war die Wolkendecke meist geschlossen, so wie hier im Hintergrund in Tuttlingen. Wie es in den kommenden Tagen aussieht, das sehen Sie jetzt bei Paul Heger. Schönen guten Abend, ich grüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir haben es noch einmal mit einer Südwestströmung zu tun und die bringt uns recht milde Luft, auch wenn die Pfeile hier bläulich anmuten und etwas kühlere Luft versprechen. Wir sehen aber ringsrum, da halten sich eigentlich kalte Luftmassen auf, vor allem hier in Richtung Osteuropa. Da ist es wirklich schon sehr, sehr eisig. Schauen wir nach Baden-Württemberg, da geht es erst einmal recht trüb los, aber die Sonne, die wird sich im Tagesverlauf zeigen und dann bekommen wir mit diesem südwestlichen Wind bis zu 11 Grad. Auch in der Region Bodensee wird es recht mild für diese Jahreszeit, also deutlich überdurchschnittlich mild mit bis zu 9 Grad. Aber wir sollten die Nebel nicht ganz aus dem Blick verlieren. Es kann doch direkt am Bodensee längere Zeit neblig bleiben und dann bekommen wir diese knapp 10 Grad nicht. Dann bleiben wir bei etwa 4, 5 Grad hängen. Meistens sollte es aber doch aufgehen. In den nächsten Tagen sind die Sonnenchancen etwas schlechter. Wir sehen hier schon viele dichte Wolken und Nebelfelder, die es da immer wieder geben kann und die werden sich teilweise auch kaum auflösen und die Temperaturen sacken dann etwas ab um 5 Grad. Ja, und ab Sonntag, da gibt es dann ab und an auch mal wieder Frost. Zusammen mit Reifglätte könnte es dann wieder gefährlich glatt werden auf den Straßen und teilweise hält sich diese Reifglätte auch bis in den Tag hinein. Kaum vorstellbar, aber in einem heruntergekommenen 60er-Jahre-Bau der Oberschwabenklinik in Ravensburg wurden noch bis Ende letzten Jahres Patienten behandelt. Nun ist das sogenannte Bettenhaus C aber komplett geräumt und soll demnächst abgerissen werden. Und damit ist es nicht das einzige Gebäude der Klinik, das verschwinden wird. Welche Sanierungsarbeiten dort noch geplant sind, das sehen Sie morgen Abend bei uns im Journal. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend, vielleicht bei uns im Programm und natürlich noch eine geruhsame Nacht. Bis morgen.